Hallo, hier ist Joyclub. Wir sind heute unterwegs in Nordrhein-Westfalen, genauer gesagt in Gescher, und besuchen für euch den Live-Club für Paare. Schaut uns das mal genauer an, was da heute Abend so passiert. Ich wünsche euch und uns natürlich viel Spaß und jetzt auf in den Live-Club. So, hallo, guten Abend. Herzlich willkommen im Live. Grüß dich. Ich bin der Peter. Hi, Joyclub, Christian. Christian, komm rein. Okay, los. Ja, wie gesagt, nochmal herzlich willkommen hier bei uns im Live. Wir starten also praktisch hier im Eingangsbereich. Linke Hand, unschwer zu erkennen praktisch. Eine der vielen Toiletten, die wir hier im Hause haben. Ferner gehen wir dann praktisch in den Sanitärbereich der Damen. Alles eigentlich, was für die Hygiene braucht, findest du hier vor praktisch. Vom Modul Mundwasser bis Einwegzahnbürsten, diverse Deos, diverse Haarsprays, diverse Bodycremes, feuchtes Toilettenpapier, eigentlich das, was in einem Club gehört. Wenn ihr also praktisch empfangen worden seid, tretet ihr ein in unsere Umkleidekabinen. Das heißt, wir haben die Kabinen ein wenig aufgeteilt. Einmal haben wir Spinde praktisch, wo man also ein Spind mit einer ganzen Größe, einmal geteilte Spinde. Zudem, um die Sache ein wenig zu erzählen, auch von der, weil es von der baulichen Sache her nicht ging praktisch, ist noch ein zweiter Bereich mit kompletten Spinden eingebaut worden. Wie lange seid ihr jetzt schon in der Vorbereitung? Wie lange wir gebaut haben? Anderthalb Jahre. Dies ganze Objekt von der Planung her bis zur Bauzeit 2,5 Jahre. Unser Diskothekenbereich. Highlight hier in diesem Bereich, ob es unsere Gäste genauso sehen, wir fanden es zumindest so, ist also praktisch die Galerie. Die Tanzenden sowie die Gäste, die oben sind, haben also die Möglichkeit, entweder von unten nach oben oder von oben nach unten zu schauen. Aufgelockert haben wir die ganze Sache, den Diskothekenbereich praktisch mit zwei Schillerbereichen. Einmal der kleinere, der sehr, sehr gut angenommen wird. Zudem, wenn es richtig voll ist praktisch, geteilt auch noch durch die Wassersäulen, der große Schillerbereich. Was natürlich auch im Feinklub fehlen darf, die Stangen, selbstverständlich auch bei uns im Hause. Oh, bekommen wir jetzt was zu sehen? Nein, also so gut bin ich nicht, aber da gibt es garantiert Leute, die prädestinierter dafür sind. Okay, super, danke. Auf der linken Seite unseren... Also das ist so unglücklich, was wir bisher gemacht haben. Hier ist also praktisch das Buffet aufgebaut. Auf der rechten Seite in unser Wintergartenrestaurant können unsere Gäste dann speisen. Und es gibt auch Fußball bei euch heute? Ja, selbstverständlich. Also wenn, das darf natürlich nicht fehlen. Das gesamte Grundstück oder das gesamte Areal, was wir haben, hat knappe 7000 Quadratmeter. Wobei wir in diesem Jahr noch, also jetzt hier für die Solo, haben wir also praktisch einen kleinen Bereich fertig gemacht. Das heißt also praktisch die Terrasse sowie den Poolbereich. Zum 12.07. hin, wenn wir unsere Saison-Opening haben praktisch, wird der gesamte Außenbereich fertig sein von ca. 2500 Quadratmeter. Und hier so ein bisschen Barbecue, eigentlich das, was dazu gehört, so ein bisschen Würstchen, ein paar Schnitzel, all das, was man so halt gern grillt. Super, lecker, jetzt machst du mir Hunger. Ja, dann kannst du gleich gerne ausprobieren. Lass uns hochgehen. Ja, gerne. So, wir sind jetzt im ersten Obergeschoss. Wo bist du? Ich komme. Okay. Amerikanische Werkstatt, das heißt also praktisch irgendwo in der Wüste steht so ein verlassenes Gebäude. Bei uns ist es also praktisch keine Autowerkstatt, sondern bei uns ist es eine Liebeswerkstatt. Was wird denn hier vornehmlich repariert? Ja, was wird denn vornehmlich repariert? Ich glaube praktisch, da kannst du deine Fantasie freien Lauf lassen. Wenn du hier praktisch dieses Liegenbrett siehst, dann muss einfach, glaube ich, braucht man nicht viel Fantasie zu haben, um festzustellen, was hier repariert wird. An der Seite haben wir noch einen kleinen Bock aufgebaut, dann diverse Malereien. Werkzeug ist also praktisch bei uns kein Schraubenschlüssel und kein Schraubendreher, sondern diverse Liebestoys. So, heute etwas heller, weil wir gerade eine Ausstellung haben. Und da unten ist wieder praktisch die Tanzfläche. An der Galerie praktisch. Dort ist also sehr, sehr schön, wenn also unten Gäste am Tanzen sind, dass man runterschauen kann. Kommt also sehr, sehr gut an. Wenn du nach rechts schaust, haben wir es einfach, haben wir unseren Voyeurraum. Das ist also praktisch Besonderheit, brauche ich nicht viel zu sagen. Das ist mehr oder weniger Theater.
Du kannst also praktisch von draußen nicht nur die Tanzenden, den tanzenden Gästen zuschauen, sondern praktisch auch den liegenden Gästen. Dann haben wir hier unsere Sektbar. Sehr, die wird also, wir haben also unsere Sektbar generell ab 22 Uhr geöffnet, die ganze Nacht. Wird sehr, sehr gut angenommen praktisch, wird sehr, sehr viel kommuniziert, sagen wir es einfach. Wir bieten hier also praktisch die gesamte Scaviré-Range an, das heißt also Hugo, dann den Prosecco. Als süßen Sekt haben wir den Asti-Cinzano und dann praktisch nur alternativ dabei den Frejenet. Brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel zu sagen. Hat das Nichtrauchergesetz oder das Rauchergesetz geändert. Wir haben also praktisch hier unsere Raucherterrasse. Ich darf mal vorgehen, ich öffne dir die ganze Sache. Das heißt, wir haben also praktisch hier einen kleinen Chillout-Bereich, wo unsere Gäste natürlich jetzt beim warmen Wetter so sitzen. Im Winter haben wir einen kleinen Heizofen mit dabei. Da sind Decken vorhanden, Bademäntel. Also alles, was du brauchst praktisch, um dass die Gäste im Winter nicht frieren. Aber ich glaube, bei den Temperaturen erübrigt sich die ganze Sache. Das, was wir gerade von außen gesehen haben, sehen wir jetzt vom inneren Bereich. Wir haben das Zimmer getauft, 1000 eine Nacht. So ein bisschen praktisch mit den kleinen Zwiebeltürmchen. Von innen so ein bisschen orientalisch eingerichtet, mit so einem Teppich da drin. An der Seite haben wir noch einen kleinen Liebesbock mit eingebaut. Die Lampe dementsprechend auch abgestimmt. Also 1000 und eine Nacht. Von 1000 und eine Nacht gehen wir in unser Himmelbett-Spiegelraum. Vorlage für diese ganze Sache war gewesen, unsere Kinder haben uns mal Phantom der Oper geschenkt und da war so ein fantastisches Himmelbett drin. Und dann haben wir gesagt, so wäre da was Schönes im Club zu machen. Ist vielleicht nicht so ganz gut geglückt wie im Phantom der Oper, aber wird von den Gästen sehr, sehr gut angenommen. Mit dem Spiegel dabei, ich glaube, die passende Erotik. Vom Himmelbett gehen wir weiter zu einem unserer 4 bzw. 3,5 Separés. Warum 3,5? Wie in anderen Clubs auch praktisch, haben wir hier, das ist ein kleiner Raum, wenn du jetzt erstmal im Club feierst, würde ich dir sagen, praktisch ist der Vorhang zu praktisch, möchten unsere Gäste alleine sein, sagen wir es einfach, ist der Vorhang, kann man selbstverständlich hinzuschauen. 3,5, warum 3,5? Hier das gleiche auch, ein kleines Separé-Praktisch mit Vorhang, mit einer eingebauten Liebesschaukel. Es gibt auch so kleine Kommunikationshilfen, sehe ich. Ja, die sind natürlich perfekt, die haben wir sofort übernommen, die ganze Sache, weil die wirklich sehr, sehr gut ist. Hier haben wir in den Raum haben wir noch eine kleine Liebesschaukel mit eingebaut. Diese Räume werden sehr, sehr gut genutzt. Das heißt also praktisch, ich hatte gerade gesagt 3,5, also hier werden unsere Gäste praktisch, selbst wenn sie alleine wollen, sind sie nicht ganz alleine, sondern man kann also praktisch durch die Gitter weiterhin zuschauen. Wir gehen dann weiter, wieder die Handtuchboxe, wo ich gerade von sprach, wieder kurze Wege praktisch hin zu den Handtuchboxen. Wir gehen jetzt weiter in unser Burgzimmer, wobei wir hier, wie gerade erwähnt, diese anderen beiden Separés haben. Diesmal nicht mit Podesten vor, sondern die Liegemöglichkeiten auf dem Boden gehalten. Herzraum hört sich vielleicht ein bisschen lustig an, aber Wände gepolstert, mit Samt, so ein bisschen verrucht gehalten, die ganze Sache. Also da kann sich jeder seine Fantasie selbst spielen lassen. Also so ein verruchtes Zimmer. Wir gehen dann weiter zur zweiten Sanitärstation. Auch hier wieder Toilette, Handtuchstation. Duschbereich mit den erwähnten Utensilien, die ich gerade schon nannte, sei ganz einfach. Von Einwegzahnbürste, Deo und Wasser müssen normalerweise da sein. Und hier wieder ein weiterer Duschbereich. Wir gehen dann weiter in unseren Afrikanraum. Unschwer zu erkennen: Schlangentapete, ein bisschen Bambus, das typische Savannenbild. Links und rechts Lederoptik von den Tapeten her, also soll also praktisch schon so eine afrikanische Hütte darstellen. Mittelgroße Spielwiese, wird sehr, sehr gut angenommen. Von Afrika gehen wir weiter zu unserem SM-Raum 1. Kleine Spielwiese mit dabei, das heißt also entweder ziehen sich unsere Gäste dort zurück oder bleiben liegen und schauen unseren anderen Gästen beim Liebespiel zu.
Wir haben hier einmal eine Streckbank, dort vorne ein Liebesbock, alles relativ leicht zu handhaben. Vorne sind zwei Stellschrauben draus, die brauchst du nur zu öffnen, ziehst du leicht an, dann kannst du die entsprechende Höhe dir einstellen. Bei den Beinstützen genau das gleiche, auch mit einer einfachen Stellschraube, ein bisschen mystisch gehalten, dunkel gehalten, bis auf die drei Separierräume und den Halm, den ich dir vorhin gezeigt habe, mit der Liebeschaufel drin, habt ihr oder haben unsere Gäste überall die Möglichkeit praktisch, den anderen Gästen beim Liebesspiel zuzuschauen. Super. Wer es möchte praktisch, ist okay, und wenn nicht, geht halt weiter. Super, danke. Bitte. Okay, und ich habe gehört, die zweite Etage, auf die wir jetzt gehen, ist noch nicht die letzte. Jein. Lass dich überraschen. Und unschwer zu erkennen, unsere Almhütte. Das heißt also praktisch mittelgroße Spielwiese. Unsere Gäste, wenn die dort liegen, schauen raus auf eine bayerische Almlandschaft. Wenn du nach oben hinschaust, hat der Künstler praktisch einen Heuschober mit eingezeichnet. Soll also vom Charakter her die Sache so ein bisschen rüberbringen. Auf der Alm darf auch, wie heißt das so schön, gejodelt werden. Gut, wir haben hier noch eine sehr, sehr schöne Malerei. Finde ich persönlich mit einer unserer schönsten, sagen wir es einfach. Weil wirklich das meines Erachtens Erotik pur ist. Hat der Künstler wirklich fantastisch gemacht. Und von dieser Malerei, ich darf jetzt einmal vorgehen, gehen wir in unsere Pyramide. Die meisten Gäste glauben es nicht, aber Ramses ist wirklich 3,50 Meter hoch. Unser Kunst vom Gescherblock hat also praktisch hat den Namen gegeben, Ramses wacht über Liebenden im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich sehe auch überall diese Tücher und ausreichend Kondome. Überall, wir haben also praktisch, wie du das schon gerade richtig gesagt hast, praktisch in jeden Bereichen mehrere Handtuchboxen, mehrere Kondomboxen, hier auch unschwer zu erkennen. Also das findest du überall. Und wenn du jetzt mal nach oben schaust, jetzt beantworte ich deine Frage. Mhm. Da siehst du ein Gitter und zu den Gitter kommen gleich noch mal Informationen. Ja gut, ich sag mal ganz einfach, in jedem Club darf das Andreaskreuz nicht fehlen. Fehlt auch bei uns nicht. Auch hier die Besonderheit, bitte jetzt nicht schmunzeln, ist die Türe los. Darf dieser kleine Raum mit noch mehreren Gästen genutzt werden, ist dieser Raum zu, möchten unsere Gäste alleine bleiben. Ja, und wenn du dann dich einmal bitte drehst, dann siehst du da verborgene kleine Treppe. Und wenn du dann hochgehst, dann lösen wir die Sache auf praktisch. Dann haben wir da unseren Orgiensöller. Der geht über die gesamte Hausbreite von gut 20 Meter, 25 Meter einmal komplett durch. Einfach mal hochschauen, sagen wir es einfach, man fühlt sich oben wohl. Und man kann wunderbar praktisch oben von diesem Söller runterschauen ins Pharaonenzimmer, also in eine Pyramide rein und kann da den anderen Gästen zuschauen. Ganz fantastischer Raum. Und das machen wir jetzt. Du guckst durch eines unserer Fenster. Ja, wie gerade erwähnt, ist also praktisch hier unser zweiter Wimmstuhl. Alles elektrisch. Hier kannst du also praktisch mit der Lindestufe fährst du den Stuhl nach oben. Im mittleren Bereich veränderst du den Winkel nach vorne, nach hinten. Und ganz rechts außen praktisch veränderst du die Lehne. Warum haben wir gesagt Liebestollen? Ja, den Stuhl einfach so wie unten irgendwo in der Räumlichkeit reinzustellen, war uns zu blöd gewesen. Also haben wir uns gedacht praktisch, wie gesagt, was ich eingangs erwähnt, ein bisschen Fantasie brauchen wir bei uns. Bauen wir einen Stollen, er sollte normalerweise eine Lore sein. Und deine Liebende nimmst du praktisch in dem Moment mit diesem Stuhl und führst du praktisch in so ein Bergwerk rein. Gut, vom Liebestollen geht's weiter. Ich glaube, da brauche ich diesmal nicht viel zu sagen. Asien, mittelgroße Spielwiese auch, ziemlich offen gehalten, obwohl mit den Bambusstäben in dem Moment doch wieder ein bisschen Sichtschutz. Rechts wieder die kleinen Fenster, an der Seite hin nochmal einen kleinen Bock mit eingebaut, sodass da auch dieser Raum ein bisschen Abwechslung bietet. So, wir gehen jetzt zum letzten Raum. Einmal rechte Seite, nochmal Toilettenanlagen mit den entsprechenden Sachen, die ich gerade schon genannt habe. Ja, und das ist
dann unsere Wellnesshalle. Whirlpool für 10 Personen. Wird sehr, sehr gern angenommen oder wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben einfach so eine fantastische Zusammenfassung, wenn man sich da verbunden ist. Eine weitere Dusche, auch wortmäßig gehalten. Und wenn du jetzt einmal schwenkst, einmal einfach, und du dann von oben auf unseren Vorgehensörer bist praktisch, kannst du in dem Moment auch den Liefern hier unten in der Wellnessgrotte zuschauen. Ja, Christian, das war unser Club. Ich hoffe, er gefällt dir. Wie gesagt, das ist immer so eine Sache, das ist unsere Gratwanderung, was einem selbst gefällt, ist unser Gästen gefallen. Aber bis jetzt kam es sehr, sehr gut rüber. Ich wünsche dir einen fantastisch tollen Abend zu uns einfach. Viele nette Bekanntschaften und ja, einfach nur viel, viel Spaß, tollen Abend und schönen Dank, dass du da warst. Super, wir danken dir. Gerne.